1.2. Berechnen Sie den Umfang U der Figur. Hier haben wir diese Figur und der Umfang heißt ja einmal außenrum, das heißt AB, dann dieser Kreispunkt BC und dann die Strecke AC. Wir können also festhalten, Umfang ist AB plus Kreisbogen BC plus die Strecke AC. Aus den vorherigen Aufgaben kennen wir schon die Strecke AB mit 6 cm sowie die Strecke AC mit, die haben wir berechnet und ist 5,34 cm lang. Was jetzt also noch fehlt, ist dieser Kreisbogen da hinten, dieser Kreisbogen BC. Aber da finden wir auch eine Formelsammlung, wieder eine geeignete Formel dafür. Nämlich wir schlagen nach auf Seite 34, finden wir alles über einen Kreis. Und da heißt es, die Bogenlänge eines Kreisbogens, das ist der hier, berechnet sich aus 2 mal Radius mal Pi mal Öffnungswinkel Alpha durch 360 Grad. Wir können also diesen Kreisbogen wie folgt berechnen. Ich kürze ihn jetzt mal ab mit klein b, ist gleich 2 mal. So, und jetzt muss ich mir auf eine Gemeinheit aufpassen. Hier heißt es 2 mal der Radius. Und der Radius ist jetzt hier die Strecke mb. Ja, haben wir auch oben in der Aufgabe drin. Mc ist der Radius des Kreisbogens. Mb ist genau gleich lang. Also dürfen wir nicht ab oder auch nicht ac benutzen. Also 2 mal mb mal pi. Mal, und hier gilt jetzt für den Winkel das gleiche, wir müssen diesen 58 Grad, also diesen BMC benutzen und dürfen nicht diesen BAC benutzen, den wir vorher ausgerechnet haben. Das hier ist der Öffnungswinkel, also Winkel BMC geteilt durch die 360 Grad. Setzen wir die bekannten Größen ein. 2 mal 4 mal Pi mal 58 geteilt durch 360. Das können wir jetzt ganz normal im Taschenrechner ausrechnen. Und da kriegen wir dann eine Größe von 4,05 cm. So, jetzt brauchen wir die drei Größen zusammenrechnen. U ist also gleich AB hatten wir mit 6 cm. Den Kreisbogen BC haben wir jetzt gerade ausgerechnet mit 4,05 cm. Und die Strecke AC ist uns ebenfalls bekannt mit 5,34 cm. Ja, lasse ich das Zentimeter weg. So, rechne ich noch die vier Sachen zusammen, komme ich auf eine Gesamtlänge von 15,39 cm. Und das war's auch schon mit dieser Aufgabe.